Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Distant Worlds 2. Ich hebe die Pause auf. Ich habe in der Pause nochmal die andere Flotte die Befehle nochmal verfeinert bzw. neu gegeben. Und wir werden jetzt unsere Flotten, wie gesagt, neu ausrüsten, neu aufrüsten. Und dann, ja, werden wir hier das Xenox Kingdom angreifen. Ja, die Flotten sind jetzt auch deutlich mehr unterwegs. Gehen wir mal auf die Geschwindigkeit Stufe 2, dass sich ein bisschen was tut. Moment, da haben wir wieder. Gehen wir auf Stufe 1. Da ist der Träger. Da ist unsere Flotte. Schauen wir mal, ob wir den Träger zerstören können. Ah ja, der ist eh schon fast. Jetzt haben wir ihn. Gut. Perfekt. Non-Aggression Treaty mit Harkonnen. Nein. Wenn es sein muss, werden wir gegen die kämpfen. Kein Problem. Da kenne ich nichts. Gehen wir wieder auf Stufe 2. Xenox Kingdom has encountered colossal ship in Xagubar System. Enter planets. We should take extreme care to ensure this ship does not approach any of our colonies. Show me. Das ist unser Schiff. Ja, sehr schön. Wo fliegt es denn hin? Nach Yuanta. Okay. Unser erster Planetenzerstörer sorgt für großes Aufsehen. Gut. Wir könnten eigentlich das Schiff einer Flotte zuweisen. Schauen wir mal, wir bewegen eine Flotte hier hoch, dann sehen wir, welche wir die zuweisen können. Vergessen darf ich es nicht. Schöner Lacher jetzt hier. Sehr gut. Ja, würde ich mir auch Sorgen machen. Offensichtlich haben sie nicht erkannt, wem es gehört. Und unsere Berater ebenfalls nicht. Das ist eine hochgeheime Waffe. Planetenzerstörer 4. Dann bauen wir noch einen weiteren Planetenzerstörer und rüsten wir unsere Flotten mit den Schiffen eben auch noch aus. Planetary Bastion. Was haben wir hier? Xenox Kingdom hat unser Freihandelsabkommen gekündigt. Passt. Scanner Jamming completed. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal den zivilen Schiffverkehr ausschalten. Jetzt nimmt langsam Züge an. Ist under attack. Was haben wir hier für eine Meldung? Neuer General. Ja, die Flotten bewegen sich langsam dahin, wo sie hin sollen. Schauen wir mal, was wir hier noch für Flotten haben. 26. Flotte. Könnte man vielleicht einen neuen Stützpunkt finden. Foralis. Latest Design the Carinier Spaceport. Schauen wir mal, was wir machen. Dauert ganz schön lang, bis unsere Flotten wieder auf aktuellem Stand sind. Ja, gehen wir mal auf Stufe 2. Minenstation. Was sind wir hier? Andere Items at Hafewet. Ja, die Flotten bewegen sich. Planetary Bastion
eine planetare Bastion auf dem Mars. Eine Defense Base bei Benarus. Die Airless Wanderers. Officers Protection. Sehr gut. Witzig. Ja, wir können im Prinzip jetzt hier frei bauen. Geld haben. Wir schwimmen im Geld. Wie viele Flotten haben wir jetzt hier eigentlich operativ? Erste Atlantikflotte. Wo bewegen die sich hin? Dadurch. Dann haben wir hier die Verteidigungsflotte. Da müssten jetzt noch ein paar andere Flotten auch noch ankommen. Ich darf jetzt bloß nicht so ungeduldig sein. Und da muss ich mal überlegen, ob ich nicht den einen oder anderen noch einen Planetenzerstörer, dann hätten wir schon drei Planetenzerstörer. Genau, den Planetenzerstörer, den setzt man zur Atlantikflotte dazu. Schauen wir mal, wo wir ihn finden. Der Planetenzerstörer ist auf Escort-Mission. Die Efujatni Terror zur Flotte. Nein. Create New Fleet war scheiße. Ich hoffe, es hat nicht geklappt. Doch, hat geklappt, leider. Auflösen. Disband Fleet. Ja. Ne, Disband ist vielleicht falsch, gell? F hat eine Terra. Ja, ich muss den zivilen Schiffverkehr ausschalten. Komme ich mal aus Disband. Wird ja wohl nicht verschwunden sein, der Schiff dann. Ne, da ist sie. Die Efujatni Terror. Nein. Doch, da ist sie. Die stecken wir zur ersten Atlantikflotte. Kann ich jetzt eigentlich in die Templates mit einbauen? Attack Fleet, Edit, Fuel Tanker, Troop Transport Frigate. Ne, die Planetenzerstörer kommen da nicht mit rein. Dann unsere Invasionsflotten. Erste Invasionsflotte ist fit. Aber laden sollten sie noch. Low Troops, okay. Unsere zweite Invasionsflotte. Müssen wir nochmal auf Automatik schalten. Unsere dritte Invasionsflotte. Wenn wir schon mal eine bereit haben hier. Low Troops, vierte Invasionsflotte, no Mission. Schauen wir mal. 20.000, ebenfalls keine Mission. Setzen wir wieder auf Invade. Und dann laden sie auch Truppen auf. Gut. Habe ich vergessen? Bereiten wir mal Invasionstruppen vor. Invasionsflotten 4 Stück. Können wir gleichzeitig 4 Systeme angreifen. Das Hauptsystem würde ich vorschlagen bei den Xenox plus hier wahrscheinlich hier drüben erstmal. Die haben wieder keine Mission hier unten. Dann geben wir ihnen eine. Quick Reaction Force.
Also Verteidigungsbasen haben wir jetzt auch wirklich genügend gebaut. Flotte. Die verlegen wir jetzt auch mal an die Grenze. Ja, verlegen wir auch mal an die Grenze. Defensivbasis. Geschenk an die Authoria. Kriegen wir die vielleicht auch mal irgendwann mit rein in unsere Systeme. Ich komme leider mit den ganzen Namen nicht mehr mit, die es hier so gibt. Die machen hier einen Retrofit. Die Frage, ob die schon fertig sind. Noch nicht. Dann eine Fregatte ist im Angriff durch die Tenacious Aggressor. Das wird den Mortalern nicht gefallen. Aber offensichtlich. Die Mortal Nation hat ein großes Schiff entdeckt. Wahrscheinlich wieder eins von unseren. Sehr schön. Ja, ja, können sie ruhig mal entdecken. So, was haben wir hier für eine Flotte? Die 33. Flotte, dann bekommen die auch noch ein Schiff, einen Planetenzerstörer dazu. Military Ships. Was haben wir gesagt? Jetzt habe ich wieder eine Einzelne hier. Wo sind die jetzt hier mit dem einen Schiff? Oder habe ich das Schiff jetzt zerstört? Ne, da ist sie. Disband. Gut. 33. Flotte. Zur 33. Wie viele Planetenzerstörer haben wir jetzt schon? Das ist ja Wahnsinn. Wen haben wir hier? Erste Atlantikflotte. Ebenfalls ein Planetenzerstörer. Die ist bereit. Dann verlegen wir die doch auch schon an die Grenze, damit wir wissen, wir sind startklar. Aufgetankt sind sie. An die Grenze. Meine 26. Flotte wird repariert, hat was zu tun. Zweite Invasionsflotte soll Truppen laden, ist noch nicht fertig. Aber hier sind, nee, sind nicht zwei Flotten. Neue Kolonien, jetzt haben wir dann gleich die 100 Kolonien geschafft. Vielleicht wird es auch schon Zeit, dass wir den Krieg jetzt anfangen können. Ich bin ungeduldig. Aber noch stehen nicht genügend Einheiten hier bereit. Können wir uns eigentlich nochmal um Kolonien kümmern? Haben wir denn noch Kolonien? Wollte ich schauen. Kontinentalplaneten. Ja, die laufen überall schon. Und die sind zu weit weg. Dann suchen wir uns weitere Planeten ab 30.
Die kriegen wir dann auch mit. Na, mit Terraforming noch schneller hoch. So, das waren jetzt noch mal ein paar Kolonien mehr. Kolonieschiff bauen. Basis bauen. Weiteres Kolonieschiff. Wir hauen das Geld hier nur so raus. Bisher ist nur eine Flotte einsatzbereit hier oben für unseren Angriff. Wie sieht es aus mit der ersten? Die erste Invasionsflotte ist eigentlich auch soweit. Wir verlegen die auch an die Grenze. Ja. Vielleicht sollte ich die unterwegs aber auftanken lassen. Ja, schau mal. Bin mal gespannt, was sie machen. Werde ich mal beobachten. Was ist hier angegriffen? Halt, Moment. 32. Strike Force Incident. Assign Mission. Das ist weg. Thoria wants to join us. Läuft viel zu schnell jetzt durch. Ja, es kommt bestimmt wieder. Beziehungsweise wir können natürlich jetzt hier Wallen ist Thoria. Hier. Schickt mal ein Kolonieschiff hin. Dann ist da Ruhm. Ich lasse die erste Flotte doch lieber auftanken. Refuel. Kann man ja auch mal was händisch machen hier. Wie sieht es aus mit der zweiten Versionsflotte? Ah, da müssen wir noch einiges an. Aber wisst ihr was? Ich habe ein bisschen viele Truppentransporter. 620.000, das ist echt zu viel. Die Flotten sind da mittlerweile wirklich groß. Beziehungsweise die Truppentransporter sind da wirklich mittlerweile groß. Wir ändern das mal. Invasion Fleet. Das war ja noch ausgelegt auf deutlich weniger. Truppentransporter 5. Vielleicht entlassen wir da mal ein paar. Leaf Fleet. Leaf Fleet. Na komm schon. Dann haben wir noch Platz für 380.000 Mann. Muss man ganz ehrlich sagen, das reicht vollkommen aus. Kolonieschiff wird gebaut. So, kann ich mal wieder ein bisschen anschauen, wo hier Minenschützungen gebaut werden. Weitere Carrier. Kann es gar nicht fassen, wie
wie viel wir hier gerade an Geld scheffeln. Erste Invasionsflotte. Ah, die sind auf dem Weg zum Tanken. Sieht's denn aus mit der dritten Invasionsflotte? Dritte Invasionsflotte hat 435.000 Mann an Bord, das reicht. Die verlegen wir jetzt auch. Updatete Karten von 4 Systemen. Ja. Und noch ein paar Boni. Dritte Invasionsflotte. Die Reichweite ist eigentlich relativ weit, relativ groß. Auch die schicken wir jetzt zum Auftanken bei Kamuri Junction. Aber zuerst setze ich sie auf Steuerung 3. Kamuri Junction. Refuel. Ah, das ist Horizon, genau. Das ist die Horizon Verteidigungsflotte. Gut. Also ihr könnt euch ja vorstellen, was man hier an Arbeit leisten müsste, wenn man alles selber macht. Da hat man wirklich gut zu tun. Vierte Invasionsflotte, wo ist die? Ah, die laden Truppen hier bei Akdara. Die Idle Palace under attack. Die Herrn Gravilex. Achso, das sind hier unsere Einheiten. Auch gar nicht schlecht, diese Space Monster wegzumachen. Die haben nämlich wertvolle Ressourcen, die dann irgendwann mal quasi abgeholt werden. Da haben wir noch was, um uns dann zur Verfügung stehen. Luxusgüter sind das vor allem. Die 33. Flotte ist prinzipiell auch bereit. Hier werden Schiffe gebaut. Bin gespannt, hier oben im System müssen jetzt mal irgendwann Flotten ankommen. Einen weiteren Träger haben wir gebaut. Hier ist so viel los, dass ich meine Flotten tatsächlich gar nicht wirklich erkenne. Hier oben haben wir noch Flotten. Was passiert denn mit denen? Die Einsatzflotte. Defend. Hier sind so viele Invasionsflotte. Und bald haben wir die 100 Kolonien geknackt. Flotte. Na, wisst ihr was? Die setzen wir jetzt auch in Bewegung. Und in der nächsten Folge Trade Agreement. In der nächsten Folge werden wir dann die Sinox angreifen. Das reicht dann schon. Ich denke mal auch mit den Planetenzerstörern. So, aufgetankt haben die auch wieder. Das heißt, wir begeben uns an die Grenze. Die zweite Invasionsflotte
darf noch laden und die dritte Invasionsflotte ist unterwegs. Die haben eine deutlich größere Reichweite hier. Wahnsinn. Braucht natürlich noch ein bisschen. Ich denke mal, dass zwei Invasionsflotten erstmal ausreichen sollten. Hierüber würde ich mich auch gerne mal ein bisschen mehr ausbreiten noch. Ach, ich sehe gerade, wir haben diese Lücke hier geschlossen. Da war doch hier irgendwie der Grüne. Wer ist denn das? Das ist vergessen. Die hatten hier noch ein paar Systeme. Offensichtlich haben wir jetzt genügend Minenstationen und dergleichen mehr gebaut, um das auszugleichen. Ja, in der nächsten Runde sind dann genügend da. Haben wir eigentlich zwei Flotten hier oben? Was haben wir denn hier noch? Verteidigungsflotte. Stärke, die müssen wir mal ein bisschen aufbohren. Nehmen wir mal ein anderes Template. Komm, wir nehmen da auch ein Attack Fleet Template. Top up. So. Dann haben wir da gleich nochmal eine weitere starke Flotte. Bei der 33. haben wir, glaube ich, schon Planetenzerstörer mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Bewegen wir die auch schon an die Grenze, dass ich sie sehe und nicht vergesse, was ich vorhab. Hier oben ist die 22. Hier haben wir die erste Invasionsflotte. Fehlt jetzt bloß noch eine Strike Force. Er begibt sich auch in Position. Dann sind wir eigentlich schon bereit. Send Galactic Bargain to Colonize Ephemeral Prime 1. Ja, Assign Mission. Neue Flotten sind ja auch schnell wieder ausgehoben. Schaue ich gerade mal, ob wir bei der 22. Flotte schon Planetenzerstörer damit dabei haben. Ist die Frage, ob das überhaupt so sinnvoll ist, die da mitzuführen. Ah, was ist jetzt los? Ah, da sind sie. 22. Flotte. Ne, gehen wir dir noch eine mit dazu. Ob das überhaupt sinnvoll ist, sehen wir dann mal. No Mission. Zur 22. Kolonieschiff und jede Menge Bauwerke, Administration, Forward Construction Zone. Ah, das wird dann auf dem Planeten gebaut, dann sind die auch bestimmt schneller als in Raumstationen. Schon wieder ist eine halbe Stunde rum. Also in dem Spiel verfliegt die Zeit dermaßen schnell. Was mir auch sehr leid tut, ist, dass ich jetzt hier einfach so vieles wegklicke, aber das meiste, also eigentlich haben wir alles hier auch schon gesehen und in den Details ist es dann auch, denke ich, wer so lange gespielt hat, dann auch nicht mehr so interessant, was es alles gibt. Denn ich denke, wer jetzt so lange zuschaut, der spielt das Spiel vielleicht auch selber. Und irgendwie ertappe ich mich gerade dabei, dass ich einen rechten Schmarrn rede. Egal, das passiert ja öfters mal. Nee, ich habe hier vorhin auch schon mal geredet, denn hier ist ja noch diese Lücke drin. Die haben wir nicht rausgebracht. Die Ostseeflotte bei Agama. Da tut sich irgendwie nicht viel, gell? Was vielleicht auch daran liegt, dass hier kein Raumhafen oder sowas ist. Vollkommener Schmarrn, dass ich hier versuche, die auszubessern. Haben wir hier irgendein System in der Nähe, das dazu besser geeignet ist? Ja, Vurian. Das war das mal als Heimatbasis.
So ein Schmarrn. Repair. Nicht Angriffskraft mit dem Sirkov Syndicate. Sind die auf Platz 1, oder? Nee. Sirkov Syndicate, Platz 8. Wir holen auf, wir sind bloß noch knapp auf Platz 2, also knapp hinter Platz 1. Aber wir snowballen jetzt auch ganz schön. Aber wisst ihr was? Hier können wir Stopp machen. Wir haben jetzt genügend Flotten hier im Anmarsch. Die zweite Invasionsflotte hat auch genügend. Die verlegen wir jetzt auch schon mal hier hoch. Die dritte ist eh schon unterwegs. Und die erste ist sprungbereit. In der nächsten Ausgabe starten wir den Angriff auf das Linux Kingdom. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, Pfitzeug, Servus.